Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zu einem kleinen Special von NOS. Ja, wir machen heute den Basilisken-TS. Ja, den hier, genau. Dazu müsst ihr vom Tannenwald aus in den Untergrundtunnel und dort dann runter bis auf Etage 3. Die Viecher sind, glaube ich, alle Wasser hier. Deswegen hauen wir mal die Wasserreste rein. Okay, die haben wir schon drin. Ja, ich habe mir schon eine Gruppe hier zusammengesucht. Ich hoffe, das wird jetzt was. Ich habe diesen TS leider noch nicht gemacht. Ich weiß nicht mehr. Also okay, vielleicht mit meinem allerersten Charakter vor weiß ich nicht wie vielen Jahren habe ich wahrscheinlich den TS mal gemacht. Aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Deswegen müsst ihr mich entschuldigen, falls es mich ein wenig doof anstellen sollte. Aber ja, die fehlt mir halt noch. Sonst habe ich soweit alle TS hochgeladen. Und ja, jetzt sind wir halt auf dem Weg zum Untergrundtunnel 3. Und dort suchen wir uns dann ein Signal. Gut, jetzt sind wir schon da. Die zwei sind wahrscheinlich schon da und warten auf mich. Tatsache, sie sind beide da. Gut, okay. Ja, den wollte ich nicht angreifen. Fail. Das war der falsche Basi. Den wollte ich nicht angreifen, aber okay. Gut, ja. Ich hau mal hier alles runter, was ich nicht brauche. Düdüdüdüd. So. Wir suchen uns jetzt hier mal ein Signal. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, man muss sich für den, glaube ich, auch, ne? Es gibt ja die ein oder anderen TS, habe ich gehört, da braucht man gar kein Signal, also kein Signal finden. Die kann man einfach so betreten. Aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich bin nicht so derjenige, der jetzt hier, weiß ich nicht, wie viel TS am Tag macht oder so. Ich queste, raide, ja, und das war es eigentlich schon. Gut. So, hier haben wir ein Signal. So, Signal haben wir hier um die Ecke, hier irgendwo da. Holen wir die mal alle, mein Gott. Oh, jetzt sind da drei bei denen und einer bei mir. Und naja, okay, gut. So, weg. Hier irgendwo wird es sein. Zack, direkt da gefunden. So, die Feder brauche ich ja nicht. So, jetzt muss ich halt noch warten. So, TS wurde erstellt. Ich hoffe, die sind nah genug dran. Ja, sind sie. So, oh Gott, gehe zum Ausgang. Ja. Ne? Das sagt ja schon einiges. Wir gehen mal einfach rein. Und lassen die Menge entscheiden, rechts oder links. Beides. Na gut, okay. Dann gehen wir erst rechts. Dann gehen wir erst rechts. Ein Zeitraum? Ja, leckt mich am Arsch. 5 Minuten! Ja, lol. Ja, ihr wisst, was ich jetzt mache. So ab 5 Minuten werde ich jetzt also auflegen, beziehungsweise stoppen, einen Cut reinhauen, damit die Aufnahme nicht zu lang wird.
So. Der erste Zeitraum ist überstanden. Ja, wartet. So, jetzt gehen wir mal hier rauf. Obwohl, die sind nach links gegangen, ne? Ich gehe mal rauf. So, besiege alle Feinde. Larven. Lecker. Okay, ich wollte gerade sagen, oh, muss ich hier nicht kämpfen? Ich hätte hier ruhig durchlaufen können. Ja, anscheinend sind die doch links gegangen. Ich dachte, wir wollten zuerst rechts gehen, aber okay. Ja, entweder habe ich mich verhört oder die wollten Reihe für Reihe gehen. So, da ist noch eine Larve. Diese Larven. Ja. Gut, die haben dann links keinen Zeitraum. Ich habe hier wieder Monster zu killen. Die Wasserresse ist ja drin, ja. So. Na, geh mal ein bisschen näher ran. Oh Mann. Okay, jetzt haben wir uns halt aufgeteilt. Aber das ist auch nicht wirklich weiter tragisch. Ich finde die bestimmt gleich. Okay, ich sollte mal meinen 20er da reinhauen. Bevor ich noch hier elendig krepiere. Und ich sollte, bevor ich diesen Raum verlasse, mal was futtern. Oh, da haben wir noch eine Larve. Ein Blutegel, keine Larve. So, komm schon, schneller. Ich will keine Pots verschwenden. Was? Blutegelzahn? Okay. Ah, die gehen links rauf. Das ist sehr schön. Okay, den habe ich jetzt nicht getroffen. Ja, mit einem 92er an der Seite ist das natürlich ziemlich einfach. Okay. Wartet. WKB. Ja, jetzt, wo ist er denn hin hier? Scheiße. Tja, Pech. So ein Mist. Naja, anscheinend braucht er keine. Oder wieso hat er welche bekommen? Okay. Ich will es nicht weiter wissen. 7 Minuten. Oh Mann. 7 ganze Minuten. Und da haben wir den Ausgang. Und einen Basilisken. Ja, ich bin gespannt, was es hier als Belohnung geben wird. Ja. Ich melde mich gleich zurück, wenn die 7 Minuten vorbei sind. So, die Zeit ist endlich um. Ja, viel kam hier nicht. Kein Boss. Einfach nur ein paar Larven und Blutegel. So, 11k gibt es aus diesem TS.
Also es gab auch nicht wirklich eine Belohnung. Also einfach nur, um Gold zu machen. Kein Ruf, nur Gold. Wissen wir Bescheid. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten TS.